Wir beschäftigen uns in diesem Video, wie angekündigt, mit den Einschätzungen der Geschichtswissenschaft zu den Ursachen des Kalten Kriegs und zur Frage der Schuld oder besser der Verantwortung. Schuld ist vielleicht ein zu moralischer Begriff. Vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass historische Urteile gerade im Hinblick auf Ursachen von Ereignissen oder Prozessen in der Regel eben nicht einfach objektiv richtig oder falsch sind. Das ist ja auch eine interessante Frage, gerade in dieser Diskussion, was ist denn postfaktisch und was sind Fake News und so weiter. Ja? Historische Urteile hängen von der Interpretation der Fakten und der Gewichtung der Argumente durch den Historiker oder durch den historisch interessierten Bürger und von seinem subjektiven Hintergrund ab, sei es im Hinblick auf moralische, ökonomische oder auch politische Ansichten. Ja? Diese Faktoren beeinflussen das eigene Urteil, das man über ein Ereignis fällt. Als Beispiel seien jetzt hier die Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs genannt. Natürlich gibt es auch hier richtige und falsche Antworten. Zu behaupten, dass die Ursache für den Kriegsausbruch im Verhalten der Regierung von Panama lag, ist offensichtlich falsch. Aber für die Behauptung, Deutschland habe die alleinige Verantwortung, gibt es ebenso ernstzunehmende und gute Argumente, wie für eine Position, die eine Verteilung der Verantwortung auf mehrere am Krieg beteiligte Mächte als die richtige Antwort sieht. In der historischen Forschung zu den Ursachen des Kalten Krieges haben sich drei Hauptdeutungen herauskristallisiert. Nach der traditionellen Ansicht, der frühesten Erklärung, war für die Entstehung des Kalten Kriegs die kommunistische Ideologie mit dem Anspruch auf die Weltrevolution verantwortlich. Diese habe die UdSSR prinzipiell auf einen aggressiven Kurs gegenüber dem Westen festgelegt. Als Belege werden hier einerseits Zitate Stalins, nach denen dieser das Ziel hatte, in allen besetzten Staaten das sowjetische System einführen zu wollen, angeführt. Und aber auch auf die tatsächliche Politik der Sowjetisierung in den Staaten Osteuropas sowie die Neugründung der Kominform mit dem Ziel der Koordinierung der Arbeit der kommunistischen Parteien und damit auch der Weltrevolution angeführt. Die revisionistische Ansicht betont jetzt seit den 60er Jahren die amerikanische Verantwortung für die Entstehung des Kalten Krieges. Die UdSSR sei geschwächt aus dem Weltkrieg hervorgegangen und habe dem Westen hilflos gegenübergestanden. Stalins Politik der Sowjetisierung war demnach rein defensiver Natur. Die Ursache des Konflikts hingegen sei die politisch-wirtschaftliche Struktur der USA, die auf permanente Erschließung neuer Absatz- und Rohstoffmärkte ausgerichtet war und deshalb zwangsläufig zu einer Ausdehnung der amerikanischen Einflusssphäre führen musste. Hier sei jetzt kurz darauf hingewiesen, dass man an der Art der Argumentation bereits erkennen kann, dass diese Deutung im Gegensatz zum eindeutig antikommunistischen Hintergrund der traditionellen Ansicht eher von einem linken kapitalismuskritischen Standpunkt aus betrieben wird. Wie unterschiedlich beide Seiten die gleichen Ereignisse interpretieren, kann man am Beispiel der Konferenz von Yalta sehen. Auf der Konferenz im Februar 1945 haben sich die Alliierten auf einige Dinge geeinigt, wie beispielsweise die Gründung der UNO, waren sich aber uneinig über andere Fragen, wie den Verlauf der künftigen deutschen Ostgrenze. Ja. Stalins Kompromissbereitschaft in Fragen der Stimmverteilung im UN-Sicherheitsrat beispielsweise kann als ehrliche Geste interpretiert werden, revisionistischer Ansicht, oder als Mittel der Manipulation und Täuschung, was die traditionelle Ansicht wäre. Seit den 70er Jahren vertritt die postrevisionistische Position die Ansicht, dass in erster Linie Fehlwahrnehmungen auf beiden Seiten und daraus resultierende sich verstärkende Bedrohungsgefühle für die Entstehung des Konflikts maßgeblich waren. Was ist jetzt damit gemeint? Wenn westliche Politiker grundsätzlich von der Gefahr des Kommunismus überzeugt waren, dann mussten sie die Sowjetisierung Osteuropas, die aus Stalins Sicht vielleicht eine defensive Maßnahme war oder die er so verstanden hat, als Beleg für die aggressive Natur des Kommunismus betrachten. Die Reaktion des Westens darauf würde dann wieder bestehende Feindbilder in der sowjetischen Führung bestätigen und so weiter. Ihr seht, es gibt sehr verschiedene Haltungen zu dieser Frage, der Ursachen, der Verantwortung. Bei der eigenen Bewertung sollte man versuchen, sich über die bekannten Fakten und die eigenen Maßstäbe klar zu werden. Es reicht in diesem Fall natürlich nicht.
sich einfach nur den Postrevisionisten anzuschließen, weil die irgendwie in der Mitte liegen. Weitere Informationen findet ihr im Kursbuch Geschichte auf Seite 36, 37, im Stark Abiturtraining Geschichte auf Seite 79, 80 oder in dem sehr empfehlenswerten kleinen Band aus der Beck'schen Reihe Wissen, Der Kalte Krieg von Bernd Stöver.